Saskia Esken ist Mitglied des Deutschen Bundestages, dort unter anderem im Ausschuss für die digitale Agenda. Und in dieser Funktion hat sie an der Veranstaltung teilgenommen und sich mit mir über vernetzte Mobilität unterhalten. Liebe Frau Esken, wir sind heute bei einer Veranstaltung, bei der es um das Thema Big Data und Mobilität geht. Ein sehr breites Thema, schwer zu fassen. Wenn Sie es Ihren Wählern erklären müssten, was ist das? Es geht um die Frage, welche Daten beim Fahren, insbesondere beim autonomen Fahren, erzeugt werden und inwieweit die genutzt werden können für die Verkehrslenkung. Aber es geht natürlich auch um die Angst, wie gehen denn die mit meinen Daten um Bewegungsprofile und ähnliche Dinge. Und wenn wir das Thema vernetzte Mobilität auf Gesamtdeutschland betrachten, welche Chancen liegen denn für unser Land in diesem Thema? Wir haben heute Abend gehört, es könnte gehen um die Frage, kann das selbstfahrende Individualverkehr, Autofahren noch als Inbegriff der Freiheit gelten? Ich glaube, da wird sich was ändern, dass wir einfach begreifen, dass gefahren werden ein Inbegriff der Freiheit sein kann, wenn wir dann immer noch selbst entscheiden können, wann und wohin. Und vielleicht so ganz konkret gedacht, was könnten für Chancen für den Einzelnen in diesem Thema vernetztes Fahren liegen? Für den Einzelnen ist eigentlich ein Zugewinn an Freiheit, dass ich mir nicht ein Auto vor die Tür stellen muss und damit einmal die Woche fahren, sondern ich kann entscheiden, wann ich losfahren will und dann fährt eben ein Auto für mich. Für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft ist sicher ein Zugewinn, auch was die Ökologie anbelangt, dass eben keine Autos ungenutzt rumstehen, dass aber auch nicht ungenutzt Strecken gefahren werden müssen. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken und wir sagen, heute stellen wir eigentlich die Weichen für morgen und wir sagen, in 10 Jahren schauen wir mal zurück, welche Weichen müssen wir dann heute gestellt haben, damit wir all diese Chancen nutzen können? Da ist die wichtigste Frage tatsächlich der Umgang mit unseren Daten, was die Datensicherheit und was den Datenschutz anbelangt, also den Schutz der persönlichen Daten und die Sicherheit vor unberechtigtem Zugriff. Herzlichen Dank.